Hallo, in diesem Video möchte ich kurz das technische Setup vorstellen, mit dem ich plane, im nächsten Wintersemester ein paar hybride Sprechstunden oder Übungstermine in den Grundlagen der Elektrotechnik anzubieten. Besprechungsraum mit einem Smartboard, nicht allzu groß. Da oben drauf ist ein Logitech-Meetup-System. Das nimmt jetzt so die ganze Totale von dem Raum auf. Das ist schon mal ganz nett. Was ich eigentlich zeigen möchte, ist diese kleine Kamera, die hier nochmal auf dem Stativ im Raum steht. Eine OBS-Board-Kamera. Und die kann eben automatisch mir hinterherfahren, je nachdem, wo ich mich hinbewege. Verfolgt sie mich und sie lässt sich mit zwei einfachen Gesten steuern. Wenn man so ein L hochhält, dann erkennt sie das, blinkt einmal blau, um das zu bestätigen, zoomt dran. Und genau mit einem weiteren L kann ich sie auch wieder rauszoomen lassen. Und dann gibt es eine zweite Geste, nämlich eine flache Hand. Auch das wird blau bestätigt und jetzt ist sie in dieser Position blockiert und ich könnte mich jetzt auch aus dem Bild rausbewegen und mit einer weiteren flachen Hand kann ich sie auch wieder in diesen Verfolgungsmodus zurückbringen. So, das ist das Bild. Damit ich gut gehört werde, habe ich ein Ansteckmikrofon. Das läuft hier über einen Sender an meinem Gürtel zu einem USB-Empfänger hier am Computer. Und auf diesem Empfänger gibt es noch einen zweiten Kanal und der zweite Kanal ist für ein Handmikrofon, mit dem die Studierenden dann auch was sagen können, was man halt rumreichen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so nett wie so ein Wurfmikrofon, funktioniert ansonsten aber natürlich genauso gut. Damit, wenn die Studierenden in Zoom was sagen, sie gehört werden, hat das Smartboard natürlich Lautsprecher, sodass man auch den Audiorückkanal ganz gut hinbekommt. Dadurch, dass dann beide Mikrofone über das eine Gerät laufen, kriegen die Videokonferenzsysteme wie Zoom das auch mit der Audiorückkopplung ganz gut hin. Und ich gehe jetzt noch mal einmal um den Tisch ringsrum. Die Kamera verfolgt mich natürlich. Und ich könnte jetzt auch mir halt hier eben in Zoom einen Bildschirm freigeben, zum Beispiel ein Whiteboard und dann ja, was zeichnen mit einem Stift, so wie das in den Grundlagen der Elektrotechnik üblich ist, ein paar Schaltbilder zeichnen mit einer Spannungsquelle und einem Widerstand zum Beispiel. Das sehen die Studierenden in Zoom natürlich super, weil es direkt als Bildschirm freigegeben ist. Die Leute im Raum sehen das auch super. Und ich könnte natürlich auch hier, man muss dann immer aufpassen, dass man die Stifte nicht verwechselt, das analoge Whiteboard nutzen und hier eben auch was anzeichnen. Das sehen die Studierenden in Zoom dann natürlich vielleicht nicht ganz so gut. Das wäre eher was, wenn man nochmal irgendwie ein paar Informationen hat, die man nur mit den Studierenden hier im Raum teilen möchte. Ansonsten eigentlich ein relativ einfaches Setup, auch nicht allzu teuer, was in meiner Meinung nach eine ganze Menge kann. Das muss man jetzt natürlich mal noch im produktiven Betrieb mit ein paar Leuten hier ausprobieren.